In der Geschichte haben sich die Menschen überall auf unserer Erde völlig unterschiedlich entwickelt. Manche Völker haben sich über Jahrtausende ihre alten Traditionen bewahrt und leben noch heute als Ureinwohner in tropischen Wäldern. Andere haben sich stets weiterentwickelt und schufen beeindruckende Monumente ihrer Zeit. Der Drang nach neuen Erkenntnissen hat den Menschen dazu befähigt, das Unentdeckte zu erforschen und stieß dabei auf beeindruckende Leistungen anderer Kulturen. Diese Filmaufnahmen aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gehören zu den ersten Bildern von den Kultstätten in Mexiko. Der Forscherdrang führte die Menschen selbst in die entlegensten Gebiete unserer Erde und so entstand ein umfassendes Weltbild und das nicht erst in den letzten 100 Jahren. Das Bild der neuen Welt wurde maßgeblich durch die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus geprägt. Im südlichen Mexiko lebten zu seiner Zeit noch erstaunliche Hochkulturen wie die Maya, Azteken und Inka. So fand auch eine ihrer Stätten eine Würdigung durch die Aufnahme in die 7 neuen Weltwunder, Chichen Itza, die Ruinen der Maya-Stadt. Heute weiß man sehr viel über dieses erstaunliche Kulturvolk. Das Reich der Maya wurde nicht zentral gesteuert. Vielmehr handelte es sich um ein Bündnis von Stadtstaaten. Die verschiedenen Städte hatten unterschiedliche Herrscher und man sprach nicht einmal die gleiche Sprache. Die sozialen Schichten waren bei den Maya starr festgelegt. Die Geburt bestimmte immer schon im Voraus, welche Rolle im sozialen Leben ein Mensch später einnehmen würde. Durch ganz spezielle Erziehung und Ausbildung zur Kinder- und Jugendzeit bereitete man die jungen Menschen auf ihre späteren Aufgaben vor. Es gab 4 gesellschaftliche Hauptklassen: Adel, Kaufleute, Bauern und Sklaven. Man akzeptierte allgemein die Vorherrschaft des Adels, weil man diesen für ein Sprachrohr der Götter hielt. Es galt deshalb als strenge Regel, den Vorgaben des geistlichen Adels Folge zu leisten. Nach Vorstellung der Maya gab es 3 Ebenen im Universum: Unterwelt, Erde und Himmel. Diese Einteilung spiegelte sich in der gesamten Religion der Maya wider. Und diese Religion war es auch, die die Bräuche, die Kultur und ihre Städte sowie den Tempelbau prägte. Als wäre unsere Erde nicht schon Weltwunder genug, galt es in der Geschichte der Menschheit schon immer, besonders herausragende Leistungen des Menschen zu suchen und diese in entsprechender Weise zu würdigen. Das Ergebnis sind die uns bekannten Weltwunder, die Weltwunder der Antike und der Neuzeit. Die 7 Weltwunder der Antike führen uns nach Europa. Zur Zeit der Antike, die von 1200 vor Christus bis etwa 600 nach Christus reicht, gehörte Griechenland zu den blühendsten Ländern, kulturell und wirtschaftlich. Griechenland trieb zu jener Zeit Handel mit vielen Völkern und Nationen, vorwiegend im Mittelmeerraum. Inmitten all dieser Handelsbewegungen machte sich ein Schriftsteller auf den Pfaden der großen Handelswege auf, um die Welt zu entdecken. Sein Name war Antipatros von Sidon. Er fasste die 7 bedeutendsten Bauwerke seiner Zeit in einem Text zusammen. Diese wurden als die 7 Weltwunder weltbekannt. Die 7 hat hier, wie auch in vielen anderen Kulturen und Zusammenhängen, eine ganz besondere Bedeutung. So wurde beispielsweise die Stadt Rom auf 7 Hügeln erbaut. Und die Menora, nach biblischen Überlieferungen, schuf das jüdische Volk während seiner Wanderung durch die Wüste einen Leuchter aus Gold, der 7 Lichter trug.
Ebenso die Kaaba, das islamische Heiligtum in Mekka. Die Gläubigen umrunden die Kaaba 7-mal. Sie sollte also die 7 Weltwunder der Antike zusammenfassen. Die Cheops-Pyramide. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten gehören zu den bekanntesten und ältesten Bauwerken der Menschheit. Sie befinden sich am westlichen Rand des Niltals, etwa 8 Kilometer südwestlich der Stadt Gizeh. Sie sind rund 15 Kilometer vom Kairoer Stadtzentrum entfernt und liegen an der Pyramidenstraße. Sie sind das einzig erhaltene der 7 Weltwunder der Antike. Die hängenden Gärten der Semiramis. Sie befanden sich in der damaligen Stadt Babylon. Sie lag in der trockenen Ebene des Zweistromlandes. Deshalb waren die prachtvollen grünen Gärten eine große Besonderheit. Die hängenden Gärten lagen mitten in der Stadt Babylon am Fuße des Königspalastes. Sie waren etwa 120 Meter breit und 120 Meter lang. Angelegt waren sie als Stufenterrassen. Man vermutet, dass auf der untersten Ebene eine zweite, kleinere Ebene stand, die etwa 5 Meter hoch war. Die Mauern waren sehr stabil gebaut, da sie das Gewicht der Erde und der Pflanzen aushalten mussten. Sie wurden mit Schilf und Asphalt, dann einer doppelten Schicht gebrannter Ziegeln bedeckt. Die Fugen wurden mit Gips ausgegossen. Damit keine Feuchtigkeit in die Mauern gelangen konnte, kam auf die Ziegel eine Schicht aus Blei. Darauf wurden schließlich 3 Meter Erde geschüttet. So konnten alle exotischen Pflanzen, sogar große Bäume, hier Wurzeln schlagen. Die Zeus-Statue in Olympia. Sie war das im 456 vor Christus fertiggestellten Zeus-Tempel von Olympia errichtete Sitzbild des Zeus. Sie wurde allerdings erst ab 438 vor Christus, also fast 20 Jahre nach Ende der Bauarbeiten des Tempels, vom griechischen Bildhauer Phidas geschaffen, der bis an sein Lebensende um 430 vor Christus an dieser Statue, die sein größtes Meisterwerk war, arbeitete. Als unglücklich galt bei den Griechen, wer das Nationalheiligtum nicht gesehen hatte. Sie stellte den obersten der Götter mit gerunzelter Augenbraue dar, denn mit einem Heben der Braue regiert Zeus nach antikem Glauben die Welt, mit einem Stirnrunzeln lässt er den Olymp erbeben. Im Jahre 40 nach Christus scheiterte der römische Kaiser Caligula mit dem Versuch, die Statue nach Rom zu schaffen. Der Tempel der Artemis. Er lag bei der Stadt Ephesos in der heutigen Türkei bei Selçuk unweit von Izmir. Der griechischen Stadt Ephesos wurde sagenhafter Reichtum nachgesagt und sie galt, als Hauptstadt in der römischen Provinz Asia, als eine der größten Städte der Antike. Die großen Handelsrouten zwischen Europa und Asien führten alle durch Ephesos. Daher ließen sich hier viele reiche Händler nieder. Die Schönheit und der Luxus der Großstadt waren in der ganzen antiken Welt bekannt. Die Einwohner wollten den Göttern unbedingt den größten Tempel errichten, damit diese sie weiterhin beschützten. Die 2 Meter hohe Artemis-Statue in der Cella war aus Weinrebholz gefertigt und mit Gold und Silber verkleidet. Das Dach wurde aus Zedernholz gefertigt. Der Tempel fiel im Jahre 356 vor Christus einer Brandstiftung zum Opfer. Das Grabmal des Mausolos. Den Auftrag zum Bau seiner Grabstätte gab Mausolos während seiner Regierungszeit von 377 bis 353 vor Christus selbst. Zum Zeitpunkt seines Todes war das Mausoleum noch nicht fertiggestellt.
Das Mausoleum wurde mit Sicherheit durch ein Erdbeben im 12. Jahrhundert schwer beschädigt, blieb in seinem Fundament jedoch nahezu das gesamte Mittelalter hindurch erhalten. 1404 und, Augenzeugenberichten zufolge, noch einmal 1523 wurde es dann von den Rittern des Johanniterordens abgebrochen, um Baumaterial für ihre Festung St. Peter zu gewinnen. Wo früher Helikarnassos stand, befindet sich heute die Touristenmetropole Bodrum. Bodrum heißt übersetzt unterirdisches Gewölbe. Der Name ein Hinweis auf die verschütteten Reste des Mausoleums. Der Koloss von Rhodos. Die alten Griechen erbauten die Statue zu Ehren ihres Gottes Helios. Sie glaubten, dass dieser Gott ihnen beim Kampf gegen einen feindlichen König aus Kleinasien geholfen hatte, ihre Stadt Rhodos zu verteidigen. Zum Dank an ihren Gott arbeiteten die Griechen 12 Jahre lang an dem gewaltigen Standbild. Künstler und Handwerker verstärkten das Innere der Statue mit Steinen. Die Außenhaut bestand aus Bronze. Wo der Koloss genau stand und wie er aussah, das kann man heute nicht mehr mit Sicherheit sagen, denn bisher hat noch niemand eine antike Abbildung der Statue gefunden. Nur 66 Jahre nach seiner Fertigstellung stürzte der Koloss bei einem Erdbeben ein und zerbrach. Die Einwohner der Stadt sammelten seine Überreste und schmolzen sie ein. Der Leuchtturm von Alexandria. Ursprünglich enthielt die antike Weltwunderliste die Stadtmauern von Babylon, die später, da sie in hellenistischer Zeit zerfallen war, durch den Leuchtturm ersetzt wurde. Pharos war eine kleine Insel nahe der ägyptischen Küste, 25 Kilometer westlich des kanopischen Nilarmes, die mit einer künstlichen Landbrücke eine Seite des Enostos-Hafens von Alexandria darstellte. Da es der Gegend an natürlichen Landmarken mangelte und die Schiffe aufgrund des regen Schiffsverkehrs auch nachts ein- und auslaufen mussten, wurde es für nötig befunden, den Eingang des Hafens zu markieren. Ein riesiger Hohlspiegel bündelte und reflektierte das Licht aufs Meer. Sein Feuer soll noch in 55 Kilometern Entfernung sichtbar gewesen sein. Die Pyramiden von Gizeh sind das einzige der 7 antiken Weltwunder, das heute noch steht. Ziemlich genau 4500 Jahre ist es her, dass Pharao Cheops den Befehl gab, eine Pyramide zu bauen. Cheops war nicht der erste Pharao, der auf die Idee kam, eine Pyramide errichten zu lassen. Auch andere Pharaonen vor ihm wollten auf diese Weise beerdigt werden. Aber Cheops wollte die größte aller Pyramiden und tatsächlich gelang es seinen Baumeistern, dieses Wunder zu vollbringen. 147 Meter hoch wurde sie und der Platz, auf dem sie steht, ist so groß wie 9 Fußballfelder, ein gigantisches Grabmal. Ob in der Cheops-Pyramide nach ihrer Fertigstellung tatsächlich einmal ein Pharao beerdigt wurde, ist bis heute unklar. In der Cheops-Pyramide haben Forscher zwar Gänge entdeckt, die ins Innere führen, aber keine Goldschätze oder Sarkophage. Nun weiß man nicht, ob sie niemals darin gestanden haben oder ob Räuber die wertvollen Grabbeigaben vor langer Zeit bereits gestohlen haben. Die Forscher waren dagegen weiter südlich des Nils, im Tal der Könige, erfolgreicher. Der Gründer dieser Art der Begräbnisstätte ist wohl Thutmosis I. Er war der Erste, der mit der alten Tradition brach und neue Wege der Bestattungsform ging. Er wählte eine unauffälligere Art der Bestattung gegenüber den Pyramiden, vielleicht in dem Glauben darin, den Grabräubern zu entgehen. Da nur ein Gang unter die Erde führte, war dieses Grab leichter zu bewachen und schwerer gewaltsam zu öffnen.
Der Vorteil war auch die Abgeschiedenheit der Wüste. Leider wurden bereits im Altertum fast alle der Königgräber geplündert. Als einziges unversehrtes Königsgrab wurde das des Tutanchamun gefunden. Seine Machtzeit war von 1354 bis 1345 vor Christus. Das Grab wurde 1922 von Howard Carter entdeckt und ist bis heute das touristisch meistbesuchte Grab im Tal der Könige. Das liegt wohl auch an der Tatsache, dass sich der Leichnam des Tutanchamon noch in seinem Sarkophag in der Grabkammer befindet. Die Schätze aus dem Grab sind im Ägyptischen Museum zu finden. Auch wenn die Gräber nicht so prunkvoll sind wie die Pyramiden, so sind sie doch in ihrer Bauweise in jahrelanger Handwerkskunst entstanden. Hätte Antipatros eine Ahnung gehabt, welche beeindruckenden Bauwerke es zu seiner Zeit noch gegeben hat, so würde seine Liste der Weltwunder 7 deutlich übersteigen. Nachfolgend nochmals die 7 Weltwunder der Antike mit den wichtigsten Fakten im Überblick.
Die Bauwerke, die zu den sieben Weltwundern gezählt wurden, wechselten in der Geschichte häufiger. Allein ihre Anzahl blieb immer bestehen. Bei manchen antiken Weltwundern sind sich die Forscher noch nicht einmal einig, ob sie je existiert haben. Vielleicht war das ein Grund, sieben neue Weltwunder zu wählen. Seit dem 7. Juli 2007 gibt es eine neue Liste. Viele Millionen Menschen haben sich an einer privaten Abstimmung über die schönsten und spektakulärsten Bauwerke der Welt beteiligt. Eines der neuen sieben Weltwunder führt uns nach Südamerika, nach Brasilien. Brasilien ist das mit Abstand größte Land auf dem südamerikanischen Kontinent, sowohl was die Fläche als auch was die Einwohnerzahl betrifft. Es ist das fünftgrößte Land der Erde. Im Jahr 1500 nahmen die Portugiesen die brasilianische Landfläche im Namen ihrer Krone in Besitz. Seine Unabhängigkeit vom Mutterland Portugal erlangte Brasilien im Jahre 1825. Die am meisten verbreitete Religion ist in Brasilien der Katholizismus, der oft mit afro-brasilianischen religiösen Traditionen vermischt wird. Die zweitgrößte Stadt des Landes ist Rio de Janeiro, die mit rund 11 Millionen Einwohnern an der Guanabara-Bucht im Südosten des Landes liegt. Wahrzeichen ist der sogenannte Zuckerhut und die Christusstatue Cristo Redentor, die sich mit ausgestreckten Armen über der Stadt erhebt. Sie ist eines der sieben neuen Weltwunder. Die sieben neuen Weltwunder nun zur Übersicht. Chichen Itza in Mexiko. Dieses neue Weltwunder besteht nicht nur aus einem Gebäude, wie die meisten antiken Weltwunder, sondern aus einer ganzen Stadt. Chichen Itza gehörte zu seiner Blütezeit zu den bedeutendsten und größten Städten der Mayas. Die Ruinen der Stadt wurden mit Hilfe vom mexikanischen Staat mit erheblichen finanziellen Mitteln sehr aufwendig restauriert und sind seit 1988 Weltkulturerbe der UNESCO.
Weder die tapferen Krieger noch die zahlreichen Menschenopfer auf Steintischen oder in dem 30 Meter tiefen Cenote, dem heiligen Brunnen, konnten die Maya-Kultur vor ihrem rätselhaften Untergang im 15. Jahrhundert bewahren. Forscher konnten bisher nur mutmaßen, dass eine unbekannte Katastrophe das stolze Volk der Maya fast vollständig ausgelöscht hat. Die chinesische Mauer. Die chinesische Mauer ist das größte Bauwerk der Erde in Bezug auf die Masse und das Bauvolumen. Die Mauer zieht sich im Norden und Westen Chinas über eine Länge von über 6000 Kilometer, wobei auf die eigentliche Hauptmauer ein Anteil von etwa 2400 Kilometer entfällt. Die chinesische Mauer besteht nicht nur aus einer einzigen Mauer, sondern vielmehr aus einem System von Mauern, die über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren von den verschiedenen Herrscherdynastien errichtet wurden. Sinn der chinesischen Mauer war es, mit dieser Grenzbefestigung das Kaiserreich gegen die immer wieder aus dem Norden einfallenden Reitervölker zu schützen. Noch heute werden Reste der Mauer neu entdeckt, so dass man davon ausgehen kann, dass die chinesische Mauer sogar noch länger als bisher angenommen gewesen sein muss. Christo Redentor. Das Christo Redentor, die Christusstatue in Rio de Janeiro, ist ein Monument auf dem Berg Corcovado im Süden der Stadt und nach dem Zuckerhut das zweite Wahrzeichen Rios. Die Errichtung der Christusstatue, Monumento Christo Redentor, war ursprünglich zur Feier der 100-jährigen Unabhängigkeit Brasiliens im Jahre 1922 geplant. Probleme bei der Finanzierung des Projektes führten aber zu einer erheblichen Verzögerung beim Bau, der dann unter Mithilfe des Vatikans und Frankreichs fast 10 Jahre später, am 12. Oktober 1931, eingeweiht werden konnte. Aus Anlass des 75. Jahrestages der Errichtung wurde Christo Redentor im Jahre 2006 zum katholischen Wallfahrtsort geweiht. Die Christusstatue ist aus Stahlbeton gefertigt und mit Speckstein umhüllt, um sie vor Witterungs- und Umwelteinflüssen zu schützen. Das Kolosseum. Das Kolosseum in Rom wurde zwischen den Jahren 70 und 80 nach Christus gebaut. Auftraggeber war Kaiser Vespasian, der allerdings die Fertigstellung des Kolosseums nicht mehr erlebte. Das Kolosseum in Rom war das größte Amphitheater der antiken Welt und ein Zeichen für die hochentwickelte Baukunst der Römer. Das Gebäude bestand ursprünglich aus 3 Geschossen, die jeweils in verschiedenen Stilrichtungen erbaut wurden. Das Kolosseum wurde mit den berüchtigten grausigen Veranstaltungen, die 100 Tage dauerten, eröffnet. Angeblich wurden bereits bei dieser ersten Veranstaltungssession mehr als 5000 Tiere in der Arena getötet. Es sollten nicht die einzigen Opfer bleiben. Insgesamt sollten nach verschiedenen Schätzungen und Berechnungen rund 300.000 Menschen im Kolosseum ihr Leben verloren haben. Erst im Jahre 523 wurden die sadistischen Spiele eingestellt. Machu Picchu. Machu Picchu ist eine Inka-Stadt in den Anden in einer Höhe von 2360 Metern, deren wahrer Name nicht bekannt ist. Die Namensgebung erfolgte nach einem in der Nähe befindlichen Berggipfel. Es bestehen leider keine Aufzeichnungen und Überlieferungen über die Zeit der Stadtgründung. Auch ist bis heute nicht genau bekannt, welchem Zweck Machu Picchu eigentlich gedient hatte. Die Gründung der Stadt soll um das Jahr 1450 herum durch den Inka-Herrscher Yupanqui, der in der Zeit von 1438 bis 1471 regierte, erfolgt sein.
Aufgrund seiner Lage mitten im Hochland der Anden wurde Machu Picchu von den spanischen Konquistadoren, die 1532 das Inka-Reich eroberten, offensichtlich nicht gefunden und daher weitgehend vor der Zerstörung verschont. Die Felsenstadt Petra. Sie ist aufgrund der einzigartigen Monumentalfassaden, die direkt in den Felsen gemeißelt wurden, seit 1985 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen worden. Petra war bereits in der Antike eine Hauptstadt der Nabatäer. Dank ihrer strategisch besonders günstigen Lage und der Geschicklichkeit der Herrscher der Nabatäer wurde die Felsenstadt Petra zu einem der wichtigsten und bedeutendsten Handelsplätze im Nahen Osten. Zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 3. Jahrhundert nach Christus, also fast 800 Jahre, währte die Teilnahme der Stadt am aktiven Geschehen im Handel, an der Nahtstelle zwischen West und Ost, zwischen Afrika und Asien. Die günstige Lage der Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien, auf der Kreuzung der wichtigsten Karawanenwegen von Ost nach West und Süd nach Nord, brachte den Nabatäern Reichtum und Einfluss. Der Taj Mahal. Der Taj Mahal ist ein Mausoleum aus reinem Marmor, das sich im Süden der Stadt Agras in der nördlichen indischen Provinz Uttar Pradesh befindet. Es wird wegen der perfekten Harmonie seiner Proportionen als eines der schönsten und bedeutendsten Beispiele islamischer Kunst zu den neuen Weltwundern gezählt. Das Mausoleum wurde vom Großmogul Shah Jahan in der Zeit zwischen 1631 und 1648 errichtet. Er ließ den Taj Mahal im Gedenken an seine Lieblingsfrau Mumazi Mahal bauen, die im Jahre 1631 verstarb. Die perfekte Symmetrie ist ein Ausdruck der hohen Architektur und Baukunst der Inder. In allen vier Ecken des Grabmals ist ein Minarett zu finden. Als oberer Abschluss des Mausoleums dient eine imposante zwiebelförmige Kuppel. Viele Mythen ranken sich um die Maya, die einst die am höchsten entwickelte Kultur auf dem amerikanischen Kontinent besaßen und die dann scheinbar plötzlich verschwanden. Geblieben sind viele rätselhaften Schriftzeichen und zahlreiche Prachtbauten, die heute Touristen aus aller Welt anlocken und faszinieren. Doch noch immer liegen viele Aspekte dieser rätselhaften Kultur im Dunkeln. Die Kultur der Maya konzentriert sich um die Halbinsel Yucatan im Golf von Mexiko. Das gesamte Gebiet der Maya verteilt sich heute auf 5 Länder. Neben Mexiko sind es Guatemala, Belize, Honduras und El Salvador. Die Fläche des einstigen Maya-Reiches, das aus rund 50 Kleinstaaten bestand, ist in etwa vergleichbar mit der Größe Deutschlands. Bis heute gibt es mehr Theorien als wirkliches Wissen über das Leben der Maya. Warum sie sich ausgerechnet im tropischen Klima Yucatans angesiedelt haben, ist genauso rätselhaft wie ihr spätes Verschwinden. Um 600 nach Christus bauten sie auf Yucatan gigantische Städte, die sie dann wenige hundert Jahre später nach und nach aufgaben und die dann vom Dschungel überwuchert wurden, bis sie von Forschern Jahrhunderte später wiederentdeckt wurden. Noch immer entdecken Forscher neue Städte. Die Erforschung der Maya-Kultur begann erst recht spät. Im 18. und 19. Jahrhundert gingen erstmals Forscher im mexikanischen Dschungel der Legende von überwucherten Tempeln nach. Anfangs interessierten sie sich nur für die großen Bauwerke und Städte, die nach und nach freigelegt wurden. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückten auch die Menschen, die jene Bauwerke erschaffen hatten, in den Blickpunkt des Interesses.
Obwohl es viele unterschiedliche Meinungen und Deutungen zur Maya-Kultur gibt, herrscht weitgehende Einigkeit bei der Einteilung der Maya-Geschichte in drei Hauptphasen. Die ersten Funde, die den Maya zugerechnet werden, werden auf eine Zeit um etwa 2000 vor Christus datiert. Zu diesem Zeitpunkt hatten Menschen auf dem Gebiet des heutigen Belize bereits seit mehreren Jahrhunderten den Ackerbau etabliert. Woher diese Kultur kam, ist bis heute ungeklärt. Die meisten Forscher vermuten, dass alle indigenen Völker Amerikas asiatischen Ursprungs sind und einst über die Beringstraße zwischen Alaska und Sibirien einwanderten. Erste Tempelbauten der Maya sollen etwa um 500 vor Christus entstanden sein. Diese Frühzeit der Maya-Kultur wird meist als vorklassische Zeit bezeichnet. Viel weiß man nicht über jene Zeit, da nur wenige Funde existieren und auch keine Schriften entdeckt wurden. Die große Zeit der Maya, auch klassische Zeit genannt, lag zwischen 400 und 900 nach Christus. Aus dieser Zeit stammen große Maya-Orte und Siedlungen wie Chichen Itza und Palenque. Diese Städte hatten für damalige Verhältnisse eine enorme Größe. Mehrere 10.000 Menschen sollen jeweils in einer solchen Stadt gelebt haben. Zum Vergleich, Orte wie Paris und London waren zur gleichen Zeit noch kleine Dörfer. Die klassische Zeit ist die herausragende Phase in der Maya-Kultur, weil in ihr all jene Gebäude entstanden, die heute noch auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan Forscher und Touristen gleichermaßen faszinieren. Die nachklassische Zeit ist jene Spanne von etwa 900 bis 1500 nach Christus. Niemand weiß bis heute, was genau die klassische Zeit beendet hat. Um 900 verschwand ein Großteil der Bevölkerung und die großen Städte wurden verlassen. Die verbliebenen Maya änderten ihre Architektur, große Tempel oder vergleichbare Anlagen wurden nicht mehr gebaut. Deshalb sprechen Forscher immer vom Verschwinden einer Hochkultur. Es gibt aber auch Stimmen, die dahinter einen großen Entwicklungsschritt in der Gesellschaft sehen und sogar eine Demokratisierung erkennen wollen. Anstatt ihre Arbeitskraft in den Dienst von Herrschern zu stellen und monumentale Tempel zu bauen, widmeten sich die Maya nun ihrem eigenen Wohlstand. Was die Maya auszeichnet, sind ihre kulturellen Errungenschaften. Ihre Siedlungsgebiete waren sehr dicht bevölkert. Um die große Bevölkerungszahl mit ausreichend Nahrungsmitteln versorgen zu können, mussten die Maya einen gut organisierten Anbau von Getreide und Gemüse entwickeln. Hierfür wurden aufwendige Bewässerungssysteme gebaut, darunter kleine Stauseen, in denen Wasser für Trockenzeiten gesammelt wurde. Die Maya waren auch Meister der Mathematik. Berühmt ist vor allem der Maya-Kalender Haab, mit dem ein Jahr in 365 Tagen verteilt auf 18 Monate a 20 Tage plus 5 Resttage unterteilt wurde. Die Maya beobachteten die Sterne, sie bauten vermutlich sogar Observatorien. Beeindruckend ist auch die zum Teil mehrfarbige Kunst, erhalten auf vielen Keramikfunden und auf den Gebäuden. Eine weitere Besonderheit ist ihre Schrift. Etwa 800 Zeichen hat man bislang gefunden, von denen man bis heute nicht alle entschlüsselt hat. Plötzlich verschwand die Hochkultur der Maya. Das Rätsel ist bis heute nicht gelöst, trotz der Entschlüsselung vieler Schriftzeichen. Die meisten Forscher tendieren im Wesentlichen zu einer Kombination aus verschiedenen Faktoren. Durch die Entschlüsselung der Schrift hat man herausgefunden, dass die Maya kein in sich friedlicher Kulturkreis waren, wie lange Zeit angenommen.
Es gab rund 50 Stadtstaaten, die zwei großen Machtblöcken angehörten. Tikal und Kalkamul gelten als Zentren der beiden Machtblöcke. Immer wieder soll es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Staaten gekommen sein. Einige Forscher vermuten, dass lange Zeit ein relatives Gleichgewicht zwischen den beiden Blöcken herrschte, dieses Gleichgewicht aber gegen Ende der klassischen Phase aus den Fugen geriet. Denkbar ist auch ein Szenario, bei dem die Bevölkerung der Maya-Staaten sich gegen die eigenen Herrscher aufgelehnt und sich von ihnen befreit hat. Das könnte auch erklären, warum in der Folge keine größeren Bauwerke mehr errichtet wurden. Heute leben noch etwa 6 Millionen Nachfahren der Maya in Zentralamerika, die als Indigenas bezeichnet werden. Einen Großteil davon findet man in Guatemala. Die meisten leben in Armut. Ihr Leben wird aber noch immer von alten Traditionen und Ritualen bestimmt. Thank you.
Nach der Gründungssage wurde Rom am 21. April 753 vor Christus von Romulus gegründet. Romulus brachte demnach später seinen Zwillingsbruder Remus um, als sich dieser über die von Romulus errichtete Stadtmauer belustigte. Die Zwillinge waren der Sage nach die Kinder des Gottes Mars und der Vestalin Rhea Silvia. Sie seien auf dem Tiber ausgesetzt, von einer Wölfin gesäugt und dann von dem Hirten Faustulus am Velabrum unterhalb des Palatin gefunden und aufgezogen worden. Da Romulus als Sieger ausgerufen wurde, gilt der Palatin zugleich auch als legendärer Gründungsort der Stadt. Im antiken Rom stand auf dem Palatin, als heiliger Ort inmitten der prachtvollen Villen, noch die Casa Romuli genannte ärmliche Hütte, in der Romulus angeblich gewohnt hatte. Das Römische Reich mit seinen vielen unterschiedlichen Völkern, Sprachen und Religionen war Staat, Gesellschaftsform und nicht zuletzt eine universelle Idee vom grenzenlosen Reich. Die Via Appia wurde 312 vor Christus angelegt. Um 190 vor Christus wurde die Straße bis zum heutigen Brindisi verlängert, das zum bedeutendsten Umschlagplatz für Waren und Sklaven aus dem Orient aufstieg. In nahezu jeder römischen Stadt gab es ein Forum als Zentrum des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens. Der älteste derartige Platz war das Forum Romanum, also das Forum in Rom, das ein Spiegel der gesamten römischen Geschichte ist und als Zentrum der politischen Macht in der Stadt Rom und dem Römischen Reich gilt. Die Trajanssäule wurde für den Kaiser Trajan errichtet. Auf dem spiralförmig aufsteigenden Fries, der mit 23 Windungen eine Gesamtlänge von 200 Meter erreicht, ließ Trajan Szenen aus seinen erfolgreichen Kriegen darstellen. Kaum eine andere Stadt in Europa bietet heute noch so viel lebendige Geschichte wie Rom. Und für den Besucher ist eine Besichtigung des Weltwunders in Rom selbstverständlich. Das Kolosseum ist ellipsenförmig gebaut. Die runde Form sollte verhindern, dass Gladiatoren, zum Tode verurteilte oder gejagte Tiere in einer Ecke Schutz suchen konnten. Zudem erlaubte die Ellipse den Zuschauern, näher am Geschehen zu sein als in einer kreisförmigen Arena. Eine offizielle und stets aktuelle Liste über bemerkenswerte Schöpfungen des Menschen und der Natur wird von der UNESCO erstellt. Diese Liste des Welterbes enthält deutlich mehr als 7 Einträge. Im Folgenden einige davon. Die Breslauer Jahrhunderthalle ist eine von 1911 bis 1913 in Breslau vom Architekten Stadtrat Max Berg gebaute Veranstaltungshalle aus Stahlbeton und seit 2006 Weltkulturerbe. Die Jahrhunderthalle bildet das Zentrum des Breslauer Messegeländes, das zwischen 1911 und 1913 entstand. Butrint ist eine Ruinenstätte im Süden Albaniens in der Nähe der Stadt Saranda. Ihre höchste Blütezeit hatte die Stadt im 2. Jahrhundert nach Christus, als zahlreiche neue öffentliche Bauten errichtet wurden, darunter ein Aquädukt, das den Viva-Kanal überquerte. Butrint wurde 1992 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die 4 hydraulischen Schiffshebewerke des Canal du Centre in Belgien wurden zwischen 1882 und 1917 erbaut und sind noch weitgehend im Originalzustand erhalten. 1802 beschloss Napoleon I., einen Kanal von Brüssel zu den Steinkohlegruben bauen zu lassen. Dieser Kanal wurde 1832, 2 Jahre nach der Unabhängigkeit Belgiens, fertiggestellt.
Die Kathedrale von Canterbury ist mit ihrem 75 Meter hohen Turm, dem sogenannten Bell Harry, ein meisterhaftes Bauwerk der Gotik. Die Kathedrale gehört zusammen mit der Abtei St. Augustinus und der St. Martinskirche seit 1988 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Das Castel del Monte ist ein Bauwerk aus der Zeit des Hohenstauferkaisers Friedrich II. In Apulien im Südosten Italiens. Das Schloss wurde von 1240 bis um 1250 errichtet, wahrscheinlich aber nie ganz vollendet. Insbesondere der Innenausbau scheint nicht vollendet worden zu sein. Seine einzigartige Form hat kein eindeutiges Vorbild und auch keine Nachfolger gefunden. Die Insel Skellig-Michel, die auch unter dem Namen Great Skellig bekannt ist, beherbergt eines der bekanntesten, jedoch auch am schwersten zugänglichsten mittelalterlichen Klöster Irlands. Es wurde im Jahr 588 auf der steilen, felsigen Insel, die etwa 12 Kilometer vor der Küste Kerrys entfernt liegt, von der iroschottischen Kirche gebaut. Der Grand Place ist der zentrale Platz der belgischen Hauptstadt Brüssel und eines ihrer Wahrzeichen. Mit dem gotischen Rathaus und seiner geschlossenen barocken Fassadenfront gilt er als einer der schönsten Plätze Europas und wurde 1998 als Ensemble in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Die Hagia Sophia ist eine ehemalige byzantinische Kirche, spätere Moschee und heute ein Museum in Istanbul. Als Kuppelbasilika errichtet, setzte sie im 6. Jahrhundert nach Christus neue architektonische Akzente. Die Hagia Sophia, das letzte große Bauwerk der Spätantike, war die Hauptkirche des Byzantinischen Reiches und religiöser Mittelpunkt der Orthodoxie. Die Kathedrale des Heiligen Jakob ist das bedeutendste Bauwerk von Sibenik in der kroatischen Gespanschaft Sibenik-Knin und das bedeutendste Renaissance-Bauwerk Dalmatiens. Vollendet wurde die Kathedrale im Jahre 1535. Die Einweihung fand 1555 statt. 1895 wurde die Kirche durch Papst Leo den 13. zur Basilika Minor ernannt. Die Kathedrale Notre-Dame-d'Amiens ist ein sakrales Bauwerk in Amiens in Frankreich, das im Jahre 1862 als Monument historique klassifizierte und im Jahre 1981 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommene Kulturdenkmal ist seit 1998 auch Teil des Weltkulturerbes Jakobsweg in Frankreich. Das Kloster der Dreifaltigkeit und des heiligen Sergius ist ein russisch-orthodoxes Männerkloster in der rund 70 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt Sergiew-Possad. Es wurde um 1340 gegründet und gilt seit Jahrhunderten als eines der bedeutendsten religiösen Zentren der russisch-orthodoxen Kirche. All diese Beispiele zeigen beeindruckende Leistungen historischer Baukunst und Architektur. Unsere Generationen legen den Grundstein für die Weltwunder von morgen.